Einen schönen guten Morgen, liebe Leute. Bisschen kühl ist in der Früh, aber ist normal. Wie ihr sehen könnt, die Sophie macht gleich ihren Morgenspaziergang. Der Boden ist noch feucht. Es war wieder kalt in der Nacht. Aber die ganz große Kälte, die ist nicht mehr da. Schauen wir, ob es zu Weihnachten zurückkommt, wäre schön. Ein bisschen Winter würde man schon noch brauchen. Die Vögel hört man von allen Richtungen. Die Enten schwimmen da vorne schon, die sind auf Futtersuche. Mit dem Sonnenschein können wir fast glauben, der Frühling kommt, aber leider, der ist noch weit entfernt. Bisschen kühl ist schon in der Früh, ist aber auch gut so. Gar niemand unterwegs am Machfeldkanal. Auch ein seltener Anblick. Da hört man die Möwen. Auch die haben sich beim Wasser niedergelassen. Sehr zahlreich. Die Möwen sind die Akrobaten der Lüfte. Als Kind haben wir mal einen Schinken in die Luft gehauen und die haben mit einem Salto den Schinken in der Luft gefangen. Also für mich sind das die wahren Akrobaten. Die können unglaublich gut fliegen. Die Möwen sind gemeinsam mit den Enten im Wasser, so wie es ausschaut. Können auch gut schwimmen. Schauen wir sich's einmal an. Da ist ja einiges los. Und die Sophie ist ganz begeistert, dass sie ein paar Tierchen sieht. Sie schaut ganz gespannt, wollte diesen Anblick einmal gönnen. Ja, die Sophie, für die ist das sehr, sehr aufregend. Ah, was ist da, Sophie? Vogel, ja? Die kommen ganz her, die haben keine Angst vor dir. Sehr viele Möwen sind da. Da hinten ein paar, da sind ganz viele. Und der Machfeldkanal, der hat ein bisschen mehr Wasser als die Donau, wie es ausschaut. Der Donau ist jetzt ein bisschen weniger Wasser, ist auch komisch, aber es ist so.
sehr angenehm, in der Früh spazieren zu gehen, ist noch ruhig. Die Sophie haben wir jetzt ein bisschen eingepackt, weil die Füße sind vielleicht ein bisschen nass und da ist sie kalt. Sie ist ein bisschen eingepackt. Drüben werden wir es wieder rauslassen, weil das ist ein besserer Boden. Da ist der Boden doch ein bisschen gefährlich für sie, dass er sich nicht verkühlt. Aber es ist wirklich schön, es ist nichts los. Es ist wie ausgestorben, wir sind da alleine unterwegs. Es ist wirklich schön. Heute ist Sonnenschein, aber die Temperaturen in der Früh sind schon ein bisschen kühl. Da hat man sogar noch Schneereste, stellt euch vor, obwohl es ja doch jeden Tag schon Plusgrade hat. Da liegt noch ein bisschen Schnee. Da ist wahrscheinlich die Sonne nicht so hingekommen. Da hat sich der Schnee gehalten. Aber in der Früh spürt man von der Sonne überhaupt nichts. Es ist kühl. Und der Boden ist, wie gesagt, ziemlich nass, ganz feucht. Wie wenn es in der Nacht gefroren hätte, aber ich glaube, gefroren hat es nicht, aber viele Plusgrade haben wir in der Nacht nicht gehabt. Vielleicht 2-3 Grad maximal in der Nacht. Also ist schon kühl. In der Früh hat es da auch nicht viel mehr. Aber wie gesagt, der Schnee und die Kälte, die hat sich momentan verabschiedet. Ich hoffe natürlich, wir hoffen alle, dass zu Weihnachtszeit noch einmal richtig winterlich wird. Wäre wirklich wunderschön, wenn alles tief verschneit wäre und wenn es auch ein bisschen kalt wäre. Das wäre doch optimal. Hier sieht man keine Wasservögel mehr. Wahrscheinlich gefällt ihnen diese Stelle nicht. Sie sind doch mehr bei der Menschennähe, weil sie hoffen, dass da gefüttert werden und da kommen die Menschen nicht so runter. Da sind auch die Wasservögel nicht. Die sind mehr vorne bei den Stellen, wo man hingehen kann, weil sie hoffen, dass jemand füttert. Aber Brot und Semmeln, das ist halt nicht das Wahre, was gut ist für diese Schwäne und Enten. Muss man halt aufpassen, dass sie sich da ihren Magen nicht zusammenhauen. Ja, da kommt jemand. Die kann man ein bisschen wegschwenken. Da fängt das Strebersdorfer Industriegebiet an. Die ganze Straße ist der Industrie auf beiden Seiten. Da ist alles Industrie, von Druckereien, von Papierfirmen, alles Mögliche. Und da werden wir jetzt rüber gehen, weil da haben wir einen besseren Boden, da kann dann die Sophie wieder spazieren gehen. Da ist der Boden wieder asphaltiert, da vorne. Da kann man jetzt auch ein bisschen in den Maffelkanal reinschauen, gegen die Sonne. Und da ein bisschen von der Sonne weg, hat man wahrscheinlich eine bessere Qualität. Genau, Richtung Industriegebiet. So viel schaut sich das auch an. So. Ja, die Kirchenglocken hört man. Das müsste... Ja, könnte von Idlesee sein, die Kirche, was man da hört. Riesiger Schilf wächst da. Das ist fast wie im Burgenland, wie beim Neuslersee. Obwohl vom Neuslersee bin ich nicht ganz so begeistert, weil zum Schwimmen eignet er sich überhaupt nicht. Das Wasser ist, ja, nur mal kniehoch, wenn überhaupt. Das macht keinen Spaß, der Neuslersee. Wird sogar Eintritt verlangt,
ein riesiges Planschbecken, aber zum Schwimmen geht es überhaupt nicht. Das ist halt schade. Der See wäre ja wunderschön, kann man nichts sagen. Neusersee, Bodersdorf und so. Würde mir gefallen. Aber wenn du nicht schwimmen kannst, dann ist der See dann auch nichts. Tut dir der Boden weh, die Steine? Tut dir die Steine weh, hm? Oder geht's? Das ist Kies, ja. Rollsplit, Kies. Da kommt ein Fußgänger, ein Wanderer. Mit Nordic Walking Style. Ja, die Sonne, langsam spürt man's. Jetzt spürt man ein bisschen die Kraft der Sonne. Viele Tiere sind jetzt im Winterschlaf. Jetzt wird man nichts so erkennen. Weder Biber noch Bisamratte. Die haben sich alle verkrochen. Das war's von unserer kleinen Runde. Jetzt gehen wir nach Hause. Der Sophie hat's auch gefallen, uns hat's auch gefallen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Ciao, bye.